Was geht ab, meine Sie-Fighter Hoser hier, und willkommen zum nächsten Part zu Jump Force. Bevor wir dann anfangen, ein, zwei Sachen, die es zu besprechen gibt, außen vorweg. Das erste, die neuen DLC-Charaktere wurden geleakt. Shoutout hier an SamQM. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, Freunde. Das sind die neuen, also es sind immer noch Leaks. Änderungen vorbehalten, mit Vorsicht betrachten. Aber er hat das Ganze gedetermined aus den Daten vom Spiel. Das sind quasi die neuen Charaktere, die ihr auf der Liste seht. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was haltet ihr davon. Aber, Freunde, jeder hat seine Meinung, ist total fein, ist auch berechtigt. Aber wenn ihr darüber diskutiert, dann in einem menschlichen Ton bitte. Ich habe nämlich letzte Zeit viel sehen müssen im Internet, dass viele hässlich wurden gegenüber denjenigen, die die Informationen preisgeben, weil diejenigen sind nicht daran schuld. Oder an sich, wenn sie untereinander diskutiert haben, da wurden viele hässlich, sage ich mal. Ihr könnt das mögen, die DLC-Charakter, ihr könnt das nicht mögen, ist total berechtigt, darum geht es nicht. Aber wenn ihr darüber diskutiert, dann in dem menschlichen Ton, Freunde, weil im Endeffekt sind nicht wir diejenigen, die diese neue DLC-Charaktere raushauen werden, sondern quasi dann die Spielentwickler. Und wenn ihr da Feedback geben wollt, dann richtet sie an die Spielentwickler, wenn ihr diskutiert, in einem angemessenen Ton, Freunde. Ansonsten kommen wir nicht weit. Weder die Seite, die schreit, ey, finde ich scheiße, oder die Seite, ja, finde ich geil. Da kommt man einfach nicht weit, wenn man hässlich miteinander wird. Aber ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von den Charakteren haltet. Was halte ich davon? Nun, einerseits, ganz kurz, um es anzukratzen, kann ich verstehen, dass viele gekränkt sind, dass Charaktere kommen aus den großen Anime, sage ich mal. Animes, sei es Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball etc. Das kann ich verstehen, weil es das 50-jährige Shonen Jump Anniversary. Da könnte man ruhig die anderen Anime involvieren, so ist nicht. Aber an sich sind es ja nur, das sind ja nur Charaktere, können ja nur kommen aus dem Weekly Shonen Jump. An sich dennoch, also diese Seite kann ich auf jeden Fall verstehen. An sich, beziehungsweise kann ich auch verstehen, dass ein oder andere Charakter schon von Anfang an des Spiels drin sein könnte, zum Beispiel Madara. Wieso hat man den nicht von Anfang an reingesteckt? Aber, was sage ich schlussendlich dazu? Wenn ich mir so einen Blick drauf werfe, finde ich die Charaktere trotzdem cool. Kann wirklich, wie gesagt, die Seite dennoch verstehen, die ich gerade gesagt habe. Aber ich freue mich auf so Charaktere, wenn ich da Trafalgar Law lese. Das ist mein Lieblingscharakter aus One Piece. Auf den freue ich mich. Bakugo wird bestimmt geil. Kaiba wird interessant zu sehen sein. Grimmjow bin ich auch drauf gespannt. Aber Madara könnte man echt von Anfang an, reintun in das Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war auch von Jaysas am Start von Anfang an. Deswegen weiß ich gar nicht, warum die den nicht von Anfang an reingedownert haben. Was ich nicht verstehe ist, und da soll mich jemand falsch verstehen, aber ist meine Meinung, Biscuit. Wieso nimmt man einen Charakter von Hunter x Hunter wie Biscuit statt Meruem? Bitte? Das verstehe ich nicht, aber ansonsten, Freunde, so viel zu den DLC-Charakteren. Andere Sache ist Level Cap. Wir können unser Level erhöhen, beziehungsweise ich bin ja auf Level 20 jetzt stehen geblieben. In den Stream haben wir Fights gemacht, da habt ihr mir gesagt, ich habe euch gefragt, ey, wie geht das mit Level erhöhen, wisst ihr das? Da habt ihr nicht das wissen lassen, vielen lieben Dank für alle. Und zwar müsst ihr zu den zusätzlichen Missionen, da müsst ihr einmal diese Level hier machen, Grenzbrecher Level 20, und danach können wir unser Level erhöhen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es dieses Level sein. Ansonsten werden wir gleich schlauer, Freunde. Genau, so viel zu der ganzen Thematik. Dann nehmen wir aber erstmal hier unsere Charaktere, ja, unser Boy Drone Monster Cardo, der will auf jeden Fall eskalieren. Ich finde den so genial, und Zoro ist auch richtig geil. Nehmen wir mal einfach die Charaktere. Und ja, genau, Freunde, kurz Wort noch, wie gesagt, zu den DLC-Charakteren. Man kann es echt drüber schreiten, man kann es mögen, man muss es nicht mögen. Jeder hat seine Meinung, finde ich echt, ist auch total berechtigt, aber wie gesagt, wenn ihr darüber redet, dann, ach so, dann im angemessenen Ton, andere Sache. Ich spiele jetzt auf dem neuesten Patch, heißt, die Ladezeiten sollten besser sein. Also es wurde nämlich gepatcht. Jetzt warten wir mal drauf, ich bin drauf gespannt, wir warten immer noch eine Weile. GG, jetzt hängt es bei mir auf 81%. Da bin ich auch drauf gespannt zu sehen, was abgeht. Auf PS4 spiele ich, auf PC-Spieler, die Ladezeiten sind so oder so richtig gut. Aber ihr könnt mich gerne wissen lassen, ob ihr da etwas gemerkt habt. Let's go! Bleib zurück, ich kämpfe aggressiv. Bam, bam, oh lol. Okay. Bam, bam, bam. Das ist so geil. Bam! Okay, cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt soll ich mein Level eigentlich erhöhen können. Da stand irgendwas mit. Ach so, lol. Das geht noch eine Runde. Okay.
Oh. Schütz, schütz dich weiter. Bringt dir auch nichts. Das ist so geil. Lorena Soro. Komm ran! Der ist so cool auch, Alter. Oh, ich dachte gerade, hast du keinen Schaden gemacht, oder was? Yes. Das ist so geil. Ja, jetzt hast du das, ja? Lol, ey. Irgendwas tippen einfach, naja. Gut, ich muss aber langsam anfangen, vielleicht koordiniert zu spielen, weil ich legit, ich drücke einfach irgendwelche Tasten, mehr oder weniger. Aber zum Beispiel in Dashel, da, ich achte kaum drauf, ob ich, wie viel Key ich habe. Ich wollte gerade quasi, nachdem ich die, wie hieß die nochmal, die 3D Zauberkarte? Ah, es liegt mir auf der Zunge, die Zauberkarte mit den Pfeilen, wo, ah, es liegt mir nicht auf der Zunge, ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls, da ist der Gegner gelebt und danach wollte ich eigentlich Black Magician Girl draufhauen, aber ja, was war das gerade für ein... Ah, okay. So, und jetzt haben wir unser Level erhöht. Billy. Ich hoffe und glaube, ja. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir die nächste Mission machen, da wir Experience bekommen, aber es sollte das gewesen sein, weil es gibt jetzt keine zusätzliche Mission mehr. Jedenfalls gehen wir nach Neuseeland. Let's go, ich war noch nie in Neuseeland. Mal drauf schauen, was da abgeht jetzt. Mal gespannt, echt, was da abgeht. Okay, ich merke schon ein wenig was, wirklich, von den Ladezeiten. Genau, ja. Schauen wir mal, aber hier glaube ich, ja, ich weiß nicht. Klitzeklein wurde das verbessert, glaube ich. Ich habe jetzt natürlich, ja, okay, bis 81%, kann ich also, wenn ich das so beobachte, ich weiß gar nicht, wie das sagt. Bis 81 geht es schon schnell, wirklich, aber so die letzten, die dauert da immer irgendwie ein bisschen. Und wir haben ja Community-Fights gemacht, das war echt geil. Vielen lieben Dank, dass ihr da mitgemacht habt im letzten Stream. Der Streamplan ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken, wann wir so wieder sowas machen. Was ich aber da ein bisschen schade fand, war, wenn man eine Partie macht. Also im Endeffekt habe ich gegen euch gekämpft, aber nach dem Kampf konntest du die Partie nur beenden. Du kannst nicht erneut kämpfen, nicht direkt zu Charakterauswahl oder so. Das ist ja cool auch, wenn die sowas ändern. Alter, dieser Yami ist so aggressiv, tut mir leid, wenn ich bei dem so ausdrücke. Black Magician Girl! Oh mein Gott, sind das die Kombos? Sind das die Kombos, die jeder sehen will? Ja! Oh mein Gott, was macht der? Bam, bam! Bam! Junge, mach dich auf White Beat, komm ran! Bam! Dieser City-Hunter ist so cool. Der ist so cool einfach. Der ist auch so unique. Ja. Ja, guck mal. Level erhöht. Vielen Dank, dass du mir das wissen lassen hast. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Dankeschön, Freunde. Genau. Aber ich finde den von City-Hunter, der ist übel cool. Ich finde ihn so einzigartig. Jetzt, guck mal, Kaiba stelle ich mir. Schätzt wahrscheinlich jeder Kaiba vor. Also, falls es dazu kommt, natürlich, ne? Wie Yugi. So, aber ist ja auch so ein Charakter wie. Wieso hat man den nicht von Anfang an gebracht, Kaiba? Naja. Alright, wir machen einfach mal weiter gekonnt. Schlüsselmission, genau dies. Matterhorn, let's go to Matterhorn. I was never there! Oh my yeah! I was never there! Das ging schnell, guck. Ist halt gepasst auf jeden Fall, Lobster. Nein! Nee, auf den habe ich keinen Bock. Ja, bei All Might zum Beispiel, wenn es zu All Might kommt, dann denken wahrscheinlich viele, dass All Might ähnlichen oder Deku ähnliche Skills die All Might haben wird. Ich glaube nicht. Weil dieser Deku, der im Jump Force ist, das ist doch der Deku mit. Ah, vergessen, wie der seinen Move genannt hat. Jedenfalls der mit seinen Beinen auch kämpft. Der hat also das ist der Deku, der auch angefangen hat mit seinen Beinen zu kämpfen. Shuto-Style.
Das ist der Shuto-Style-Deko. Deswegen glaube ich nicht, dass sie ähnliche Movesets haben werden. Glaube ich nicht. Denke schon, dass All Might sich unterscheiden wird. Komm mal ran. Bräh. Nee, das Ding ist auch die Stimme. Seine Stimme von Yami ist so aggressiv. Guck mal, wie der schreit. Guck mal, leck mal die Chance. Der ist richtig aggressiv. Nicht hey Siri, Mann. Nichts da, jetzt machen wir langsam. Da ist einfach Siri aufgekommen. Weiß auch nicht, warum das ist. Wedel, mach langsam. Die Stimme, wie der reinkommt. Es ist so aggressiv einfach nur. Black Magician Girl! Junge, was? Nein. Was? Ist doch ein hinterher. Mit Lines Gesicht war das, ey. Oh mein Gott, das ist so genial einfach, ohne Spaß. Ich feier diesen, ey, Yami und den von City Hunter Reo. Die sind, ey, ich feier die einfach so. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wirklich das, das ist, glaube ich, ich habe dieses Feeling bei Yami, bei Atem, weil damals Yu-Gi-Oh!, na klar, Spielkarten waren richtig geil, also ich hab's gesucht in unserem Leben. Aber man hatte nie so ein Spiel, wo man Yami genommen hat und mit ihm gekämpft hat, so, wisst ihr, was ich meine? Das ist das erste Mal, wo ich das erleben darf. Das ist einfach nur genial, finde ich. Und dann wie einzigartig er auch noch kämpft. Zusammenführung zwei Könige. Überleg mal, kommt einfach Meroim jetzt. Ah, der Dreams, aber es kommt Biscuit, genau dies. Das ist echt eine Sache, wie ich nicht verstehe. Also no hate gegen Biscuit oder so, ich fand es im Anime recht cool. Aber hey, das ist Potenzial, man hat Meroim weggenommen. Ichigo, die nächste Mission betrifft dich. BD, ach so, wie das? Jemand, der genauso aussieht wie du, treibt in Paris sein Unwesen. Schau wieder, eine weitere Kopie. Ohne Zweifel, aber das ist nicht das Problem. Viel wichtiger erscheint mir der Mann, der deine Kopie begleitet. Er ist vermutlich ein Shinigami, genau wie du. Ein Mitglied der Soul Society, also? Genau das musst du schnell herausfinden. Osoru wird dich begleiten. Okay, dann breche ich umgehend auf. Vielleicht soll ich auch mal meine Klamotten wechseln. Die stinken wahrscheinlich langsam. So lange, wie ich die nicht mehr ausgezogen habe. Ja, sollte ich vielleicht mal wechseln. Also im Spiel jetzt, ja, ich meine nicht mich selbst. Oh, wow, jetzt beruhigt euch. So. Flachwitze. Ich muss schon sagen, es fühlt sich selbst an, nach sich selbst Ausschau zu halten. Renji Aburame. Hieß er so? Was machst du denn hier? Oh nein, sag mir nicht, dass du etwas mit deiner Kopie zu tun hast. Bitte. Mit Reden kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Aber keine Sorge, Renji. Ich werde dich retten. Oh, Junge. Haha. Das ist die neue Stimme von Ichi. Falls der Anime mal irgendwann mal wieder fortgesetzt wird. Their dreams, the daily dreams of a man who watches E Bleach. Genau. Ja, guck mal, auf 81% bin ich jetzt wieder übel schnell. Bide, welche Richtung, Osoru? Oh my, yeah, Osoru, kannst du damit... Oh my god. The green screen place. Wie kommt's auf, ja? Oh, ich hab Ichi am Start. Oh mein Gott, geht sogar! Ich bin so aggressiv mit Ichigo. Ich bin so aggressiv mit Ichigo, ich weiß es einfach. Komm her, Alter, komm, ruh zu. Du bist im falschen Team. Wasabimaru, Wasabimaru! Greif an! Greif an! Oh, zu spät. Brr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 r
Habt ihr gesehen? Kurz geduckt und dann BAM! Roundhouse Kick ins Gesicht. Oh Gott. Also ich muss ehrlich sagen, die Kämpfe von Jump Force, die machen übertrieben viel Spaß. Sei es, ja okay, ja so, aber ihr seht, es macht auch, auf jeden Fall auch Spaß. Das ist einfach, Charaktere aus den Anime-Welten, die du geschaut hast oder von denen du was gehört hast, nimmst du und eskalierst einfach. Aber umso mehr Spaß macht es, wenn man gegen Freunde oder gegen andere kämpft. Also wirklich. Do it! Kumbrus wurde geborgen. Geht's dir gut, Renji? Ichigo. Ja, ich bin auch noch mal sehr auf der Hut. Es gibt jemanden, der genau wie du aussieht. Und ich weiß schon, die haben ihn gerade gesehen. Aber da du kontrolliert wurdest, weißt du es bestimmt nicht mehr. BD, was? Entschuldige dich, BD, ciao. Ja. Ist schon gut, ich bin nur froh, dass du wieder du selbst bist. Oh, Ichigo, es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Worum geht es? Sasuke Eisen ist aus der Soul Society verschwunden. Oh mein Gott. Ach ja. Ach ja. Wir haben das zwar noch nicht öffentlich gemacht, aber die Soul Society lässt jeden verfügbaren Mann nach ihm suchen. Und jetzt bittest du mich zurückzukommen? Ja, das tue ich. Entschuldige, aber das geht nicht. Ich bleibe noch ein wenig hier in dieser Jungle Town. Wir können die Venoms nur an der Seite der Jump Force besiegen. Komm schon, Ichigo. Was ist für dich wichtiger? Diese Welt! Oder die Soul Society? Ich muss mich entscheiden. Ich werde beides beschützen, so gut ich kann. Und deshalb bleibe ich hier. Oh. Nein, außerdem war ja, danke schön. Okay, danke für den Talk. Ja, appreciate it. Ja. Renji Abara hieß der, so. Eine Sache zu Renji. Ich habe Bleach nicht ganz gesehen. Ich habe bis dahin gesehen, wo die Filler kamen. Auf einmal habe ich gemerkt, ich gucke seit Wochen Filler. Kein Bock mehr. Renji fand ich am Anfang cool. Er sah cool aus, aber er hat verdammt nochmal übel auf die Fresse bekommen. Wenn ich mich recht entsinne. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wo der Renji cooler. Vor allem der Renji, der jetzt hier ist, das ist nicht der Renji, den ich kenne. Ist der cool oder wurde der besser oder stärker oder so, tralala? Naja, okay. Dann. Yukuse. Machen wir weiter hier an der Stelle. Ah, let's go. Wirklich, es war richtig geil mit dem Dreieck. Überleg mal, ich wäre bis jetzt immer noch nicht drauf gekommen. Oder niemand hätte das mir gesagt. GG, ich würde immer noch Tag und lang nach der nächsten Mission suchen. Oh! Nom da Omeka! Ja, Lusban Bakka da to. So redet er. Trunks no yatsu ga ora Leader nan de koko de jitto shite oku no mo deiji na shigoto da kiyun da yo. Stört nicht, wahr? Tatakitakute uzuzu shichimatte yo. Chōkan kara no tsūshin desu. Dou shita? Goku to issho ga Mexico chiiki de J-Force ga Venoms to kōsen chū da. Chikyū kyūen e mukatte kure. Yoshi. Der hört einfach nicht auf den Direktor. Alles gut, das schaffen wir schon, let's go. Kakarot, typisch Kakarot, der so, ja okay, danke, ciao. Und ich gehe direkt weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was in Mexiko abgeht. Ja, bin echt drauf gespannt. Mexico City. Oh! Oh! Der schon wieder. Sein breiten Nacken. Legit, warum sieht er überhaupt so aus? Der ist schon cool, ich glaube, ich sagen. Der ist schon cool, ich glaube. Mit Brille einfach. Wieso sieht der so aus überhaupt? Keiner weiß. Yusuke, ikuzo. Ja, Mann, ich so, let's go. Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht allzu viel Schaden macht. Also ich hoffe, der kann sich gut raffen, der Boy. Ich schau gerade die ganze Zeit. Ah, jetzt wieder auf 82 gesprungen. Wie lange es gebraucht hat, bis auf 80, habe ich gerade geguckt. Zweimal Kopf umdrehen, dann war das. Oder zwei oder dreimal? Ich glaube, waren dreimal. Naja. Aber jetzt hängt es auf 82. Genau das. Willkommen zu den verkürzten Ladepausen von Jump Force. Danke. Ja, was ist mit dir, hä? Ich werde nicht so frech mehr.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, Karot will's wissen. Was? Ja, was ist mit dir falsch gelaufen, ne? Weißt du eigentlich, wer vor dir steht? BAM! Weißt du eigentlich, wer vor dir steht? Brr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 r
Wo ist Freezer? Easy. Es. Was ist das? Nein, Siri! Was ist mit dir heute los, sag mal? Oh je, die ganze Zeit poppt sie auf. Beruhigen Sie sich. ディ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 
Der Krankenwagen kam gerade. Notarzt. Ich habe Magnesium bekommen, damit ich jetzt besser spielen kann. Wie Schaden, ich schütze mich. Ich habe mich geschützt und guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat. Es ist wie viel Schaden. Oh nein, ich hab den gar nicht getroffen. Im Gegensatz dazu mache ich übel wenig Schaden. Oh lol. Das war wieder so eine Sache, ich habe mich auf mein Ki geachtet. Es macht zu viel Schaden, was soll das? Ich schütze mich. Halt small bitte, dass es nicht getroffen hat. Wo ist meine Ulti hin? Hey, bitte, ich hasse dieses Spiel gerade. Komm mal. Bakudo no 81 Dank. Guck mal, ich schütze mich, ich schütze mich, ich flehe dich an! Wenn ich diese Taste drücke, dann betätige sie auch, Mann. Oh, ist wieder so ein Verzweiflungsarg. Ich hab keine Bock auf sowas ran, bitte. Es kann so nicht sein, dass du auf einem. Oh, das ist ein. Wieso mache ich so wenig Schaden? Wieso machen die so viel Schaden? Oh, ist wieder so ein Verzweiflungsarg. Ich hab gar keine Lust auf sowas. Ich will einfach nur spielen und Spaß haben. GG. Guck mal, wie wenig Schaden, das ist übel wenig Schaden, Mann. Ich schütze mich und er macht. Guck mal. Lauf rein. Wie wenig Schaden aber. Ja. Ich schütze mich. Sabok? Nein, nichts da. Raus, okay. Ja, wie kann es sein? Ich auf einmal fällig so viel. Freunde, so viel dazu. Gucken wir, ob die zwei kleinen Penner noch irgendwas zu sagen haben. Wenn nicht, dann machen wir gleich Schluss. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es, die zwei kleinen Penner hier. Die haben sich geboostet. Die haben davor einen Booster genommen oder irgendwas. Das kann nicht sein, dass sie so viel. Ich bin mir sicher, im späteren Verlauf wird es so. Ich kann mir nicht vorstellen,
wie viel Schaden der Endgegner machen wird. Mit einem Hieb sicherlich mein ganzes Leben weg. Ja, wo nehmt ihr diese Stärke her? Wollt ihr jetzt auch wieder gehen? Haut ab, komm. Freezer zisch ab. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Macht's gut. Freunde, so viel zu... Wo wart ihr? Wo wart ihr die ganze Zeit? Wo wart ihr die ganze Zeit? Ja, zisch ab! Ja, mir geht's gut, können wir Schluss machen mit dir. Danke. Danke. Nice, ja, gut gemacht. Ja, danke, bitte. Ja. Bitte lassen Sie mich zur Basis. Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Peace! When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.